In diesem Video will ich euch mal kurz die DEC 200 Steckdose von AVM vorstellen. Das ist eine Smart Home Steckdose, die wird, wie der Name hier schon sagt, überdeckt mit der Fritzbox gekoppelt. Das heißt, wenn ihr die verwenden wollt, braucht ihr eine deckfähige Fritzbox. Die hat drei Hauptfunktionen. Das eine ist Temperatur messen. Das andere ist die Leistungsaufnahme von technischen Geräten, also den Stromverbrauch zu messen. Und die dritte ist der An- und Ausschalter. Ich gebe jetzt hier kurz nur einen Überblick. Ihr bekommt jetzt in der Infokarte eine Umfrage, welche der Funktionen euch am meisten interessieren würde. Ich werde jetzt mal euch kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also einfach mal einstecken. Gekoppelt habe ich die jetzt schon mit meiner Fritzbox. Und die fährt jetzt so langsam hoch, versucht auch die Verbindung aufzubauen. Sieht man jetzt hier, dass die gerade im Bootvorgang hängt. So, hoffen wir mal, dass die jetzt verbunden ist. Mit On-Off kann ich jetzt manuell an der Steckdose schalten. Also ich habe auch einen haptischen Taster sozusagen und der gibt mir auch per Lichtsignal dann zu verstehen, ob er an oder aus ist. Man hört es auch, Klack hat sich eingeschaltet. Wenn ich jetzt wieder drücke, geht er aus und wieder drücke an. Der hat am Anfang jetzt nur ein bisschen länger gebraucht, weil es jetzt halt gerade am Hochfahren war. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist Stromverbrauch messen. Da habe ich mir mal den Kollegen Wasserkocher hier geholt. So. Dazu muss ich die Steckdose natürlich einschalten. Zack, da ist ein Liter Wasser ungefähr drin. Und wir schauen jetzt auch gleich mal am PC, wie der Live-Verbrauch dann ausschaut, wenn ich den einschalte. Gib mir eine Sekunde, ich starte die Aufzeichnung am PC. So, die Aufzeichnung am PC ist gestartet. Was ihr jetzt halt seht, ist so ein Live-Graph mit den Minuten unten. Rechts die Volt, naja, 230 sollten es ja mindestens sein, ne? Und links die Watt und wir sind eindeutig jetzt aktuell noch unter 1 Watt. So, dann wechseln wir mal zum Wasserkocher zurück. Ja, ist ein bisschen weniger als ein Liter, um ehrlich zu sein, aber wir machen den trotzdem mal heiß. So, einmal einschalten. Wenn ich den einschalte, würde ich jetzt erwarten, dass ich schon mal gleich einen Peak sehen würde. Jetzt hört ihr den vielleicht auch vor sich hin kochen. Und wir warten mal auf den Ausschlag auf unsere Aufzeichnung am PC. Ja, im Grunde haben wir die natürlich schon, denn schauen wir mal auf die Wattzahl, hat sich einfach die ganze Skala jetzt verändert. Der schwarze Strich war nämlich nur die Volt. Ich habe mich da ein bisschen verwirren lassen. Also, der grüne Strich sind die Watt. Die Spannung kann man jetzt auch mal ausblenden. Die ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Man sieht also live, wie der auf knapp 2000 Watt, nee, oder doch, über 2000 Watt sogar, also er geht über 2000 Watt, um jetzt den Liter Wasser heiß zu machen. Ihr kriegt jetzt mal einen Zeitraffer und wir schauen uns dann das Endergebnis gleich an. So, was ich euch schon mal sagen kann, ist, dass das ziemlich live ist. Also das ist nur mit relativ wenig Versatz hier die Anzeige. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Man sieht auch hier den Abfall in der Spannung. Ich schalte es mal ab. Und man hat jetzt hier diesen großen Block und da hat er eigentlich konstant, ja, diese 2000. Unten steht es nochmal 142 Watt verbraucht. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was war denn mein Gesamtverbrauch? Den sehe ich natürlich hier nicht. Das ist jetzt nur der Live-Verbrauch. Dann gehe ich mal hier auf Gesamtverbrauch. Und jetzt kann ich mir das hier eingrenzen lassen, was er mir anzeigen soll. Die letzten 24 Stunden sehen doch ganz gut aus. Und hier hinten hat er mir jetzt so einen kleinen, großen Graph gezeichnet. Da zeigt er mir was von 80 Wattstunden an. Also das ist jetzt einmal die Funktion, um halt Geräte zu überwachen, was die für einen Stromverbrauch haben. Was hier vorne zum Beispiel angeschlossen war, das war die ganze Zeit meine Waschmaschine gewesen. Die überwache ich aktuell so ein bisschen, was die so im Monat verbraucht. Das kann man sich dann auch anders anzeigen lassen. Man kann sich die Europreise anzeigen lassen und man kann auch seinen eigenen Kilowattstundenpreis eingeben. So, von daher eine ganz nützliche Funktion auf jeden Fall, wenn man mal die Energieverbraucher im Haushalt so ein bisschen untersuchen will. Das ist das eine. Das andere ist ja ganz schnell gezeigt, die Temperaturanzeige. Die spinnt immer ein bisschen, wenn man die neu reinsteckt. Also hier sieht man auch so einen Graph. Da war sie die ganze Zeit an meiner Maschine angesteckt
und das sind jetzt die letzten 24 Stunden, was er anzeigt. Normale Raumtemperatur, ich mag es gern warm, wie ihr seht. Und wenn ich mal auf Allgemein gehe, nein, nicht auf Allgemein, sondern hier auf Geräte, sehe ich in der Übersicht auch nochmal die aktuell gemessene Temperatur. Also nicht wundern, manchmal fängt er irgendwie bei 14 Grad an und braucht dann irgendwie 5 Minuten, bis er sich wirklich an die Raumtemperatur rangetastet hat. Weiß ich nicht genau, warum das so ist, ist aber nicht schlimm, weil die steckt bei mir eh dauerhaft irgendwo drin. Die letzte Funktion ist das automatische Schalten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Schalten bei Geräusch. Man kann also auch klatschen zum Beispiel. Das funktioniert aber so schlecht, also das kann dann aus- und angehen, wenn der Fernseher irgendwie läuft oder so. Lass das einfach sein. Abschalten bei Standby gibt es auch noch. Man kann eine Zeitschaltung wie bei einer klassischen Zeitschaltuhr machen. Man hat natürlich auch die Fritz-App, mit der man die ein- und ausschalten kann. Wenn euch jetzt eine von den drei Funktionen am besten gefällt, wie gesagt, in die Infokarte schauen, einmal abstimmen und dann gibt es auch zu dem Thema nochmal ein detailreicheres Video als das hier. Ich habe jetzt heißes Wasser. Was macht man mit heißem Wasser? Naja, einen Kaffee. Also, bis dann. Ciao. Während ich jetzt noch meinen Kaffee mache, bekommt ihr dafür den Abspann und ihr könnt schon mal schauen, was es da noch für weitere interessante Videos zum Thema Fritzbox gibt.